Ja, schönen guten Abend, meine Freunde. Und zwar habe ich, sage ich mal, für euch ein Special gemacht zum 950 Abonnenten Special, sage ich mal. Und es geht darum, dass ich eine alte, uralte Aufnahme von mir wiedergefunden habe von 2008. Die hat sich ungefähr Ende 2008 zugetragen. Und da war, sage ich mal, meine Stimme noch nicht so wie jetzt. Ist natürlich klar, das ist jetzt gute 6 Jahre her. Wenn man will, eigentlich jetzt genau 6 Jahre. Ich bin jetzt 21, bald 22, da war ich 15, ja. Und ist natürlich klar, dass die Stimme da noch anders war. Ne? Ich habe sie ja seit 14 und den trainiere ich sie ja. Da war es natürlich noch am Anfang. Ich habe jetzt stundenlang dran rumgeschnitten, weil die Aufnahme ging insgesamt 3 Stunden und dazwischen waren so viele Pausen, wo einfach gar nichts gesagt worden ist. Das war, da haben wir gerade Counter-Strike Source gespielt, irgendwelche Puzzle-Maps oder Surf-Maps oder was weiß ich. War auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige Zeit. Und ich dachte, mein Gott, das musst du doch endlich mal zusammenschneiden. Wieso kommt das immer, wenn ich aufnehme? Das kann es ja wohl nicht sein, ne? Nee, aber wirklich, das war wie gesagt eine Aufnahme von 2008. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Und ja, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wie gesagt, aber das ist vor 6 Jahren gewesen, aber es ist immer wieder geil, so alte Aufnahmen, uralte Aufnahmen, sage ich schon, eigentlich, wieder sich anzuhören. Und wir gehen bald auf die 1000 Abonnenten zu, dann machen wir sowieso ein Special. Und ja, ihr seht gerade mein Desktop-Hintergrund, Far Cry 4, Wallpaper und natürlich kommen auch wieder Let's Plays in der nächsten Zeit. Und wie gesagt, ich wünsche euch sehr viel Spaß. Jetzt kommt das Intro, dann kommt die Aufnahme, die habe ich für euch mit Herz zugeschnitten und ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Ihr wurde auch viel gelacht und ja, Manfred mit 15 Jahren, 2008, ungefähr Oktober, November, Dezember war das. Ich wünsche euch viel Spaß. Ab damit. Ja, meine Alte klatscht auch nur ab und zu, da. Beim Sex schreibt der, Alter. Der war jetzt wirklich geil. Oh, der war jetzt echt böse. Oh, der war jetzt wirklich böse. Also auf der Skala von 1 bis 10 war das eine glatte 7,8, ey. Oh, böse. Ja, Lukas, schön wär's, wenn ich keine Kinder und keine Frau hätte, du. Was meinst du, was los ist, wenn die Alte nicht einkaufen geht? Hier, Remix, hau mal raus, du hast Opa-Bonus. Als Wie bitte? 57, hau mal raus, du hast Opa-Bonus als 57-Jährige. Sollen eine Map anmachen. Mach nicht die Scheiße wieder an, du. Ich sage dir. Glaub mit mir. Ich bin mal kurz abgehauen. Aber das war dein Glück. Ne? Das ist ja gut hier mit dem so, ne? Aber ich such mal lieber, ja? Na komm, das geht nicht klar. Hör mal, Fischmafia. Was kann ich dafür, wenn ich das nicht kann? Böse, böse, Alter. Ja, zu alt bin ich dafür nicht. Ne? Mit 57, da fängt CSS erstmal richtig an hier, das Counter-Strike. Und was meinst du, wie Bock das macht, wenn du echt mal reib bist, so, ne? So richtig high da zu zocken, hör mal. Ja, die Wand kommt gleich nicht. Was ist ein Homo jetzt für ein Wort? Ich spiel CSS, ja? Ja. Ich schau mal rauf, ich will mir das auf dem Server auch anhören. Habe ich Remix schon drinne? Sag dir, du stirbst da irgendwann, Alter. Voll laute Lachen. Ah, Remix habe ich, sehr schön, dann kann ich die mit der jetzt schon. Euch das Counter-Strike. Ach, Scheiße, diese verkackte Drecksscheiße hier. Hey, komm, können wir die Schwänze lutschen, die Scheißstäbe, Ich schwitze lutschen. Ich schwöre. Oh Mann, Alter.
Ich kann nicht. Aber wer lebt denn da unten noch? Sag mal, was soll die Scheiße? Mach hin jetzt. Ja, ich bin da noch unten. Ich mach das jetzt gerade mal zu Ende hier. Oh, ich wäre bis zum Sexy, da hab ich ja... Hör mal, Fischmafia, ich hol gleich einen Admin, ja? Dann ist Schluss hier mit dir. Dann kannst du deinen Fisch woanders verkaufen gehen, du Pissnäcke, du Drecksau, du. Ja, hol doch Opa, Opa, Kinder. Ja, aber denkst du, ich kann das nicht, Fischmafia? Ich bin zwar alt, aber ich bin blöd, ja? Glaubet mir, glaubet mir einfach. Ich bin kein Rassisten-Oma, glaubet mir. Du bist zu hart, Alex, ohne Witz. Kategorie C, Opa, am Zigzag. Bitte hier. Ja, natürlich krieg ich 9 hoch, aber was denkst du denn? Natürlich krieg ich nur einen hoch, sagt der. Oh Mann. Hör mal, Viagra ist eins der besten Produkte, glaub ich mir. Oh Gott. Nee, komm. Bei 4 Pillen, glaub ich mir. Der macht mich so fertig. Nee, aber meine Alte, die juckt's nicht so, weißt du, die steht drauf einfach. Ja, ja. Macht euch nur lustig, glaubet mir. Irgendwann kommt er auch in das Alter, da braucht er auch Viagra, Cialis oder irgendwelche anderen Potenzmittel, damit er einen Schwanz hochkriegt, ja? Oh, ich wein jetzt dann, Alter. Aber eine Frage nehmen wir, ihr kennt doch bestimmt ein paar gute Pornoseiten, oder? Wie bitte? Ja, und dann weiter? .com oder was? Ah, alles klar. So. danke, Daniel. Der Ajok schreibt, also sagt schon, jetzt geht's los, ey. Oh Mann. Ja, ich weiß ja, wer da lang gemacht hat hier. Diese Scheiße hier, du. Faction, danke dir, ne? Ich werde das nachher mal testen, die Seiten. Ich habe mir das jetzt hier aufgeschrieben. Gucken wir mal. Aber das ist kein Virus oder sowas, ne? Oder? Ja, diese Seiten da, was da gerade, ne? Hab schon viel Scheiße, glaubt mir. Ab letzte Woche ist das Ding ja neu gemacht, ne? Sagst du mal, Schaub. Naja, ne, hab ich keinen Bock mehr drauf, weißt du das? Wenn ich wichsen will, dann will ich wichsen. Hab ich keinen Bock auf irgendwelche Viren oder Trojaner, glaubt mir. Du redest gerade gar nicht. Na ja, klar rede ich. Das letzte ist nicht ankommen. Schreibt er kein Gehirn. Da muss er was dazu sagen, Alter. Der wird frech. Aber den kenne ich schon. Verarschen kannst du mich nicht. Was wollt ihr haben? RTV? Jo. War das gut, ja, ne? Was in die Map? Na, irgendwann wird's anstrengend mit der Stimme. Ja, weißt du, die schreien, die machen ganz halt mit, ne? Hier Remix, ich hab eine Seite, hier, da schreibt mir da irgendeine Seite, ne? Oh Mann. Oh Gott, wie mache ich die Mucke aus? Was meinst du, wie ich mich manchmal selber darüber kaputt lache? Ich hab das schon mal allein gemacht, da hab ich irgendwelche Leute verarscht und die haben sich dann da einen abgelacht, weißt du? Oh. Und ich sitze dann selber hier nochmal ab dann darüber. Ja, das hat er verdient. Ja, das ist ein Drogendealer. Ne? Der macht das einen großen Stil und so weiter, ne? Aber ich sag dazu nichts mehr, ne? Ich hab auch keinen Kontakt mehr zu der kleinen Schlampe, ne? Das ist so. Ich sag das einfach so, ne? Weil, ne, ist echt so. Das kannst du mir glauben, ja. Ich weine jetzt dann, Alter. Hör mal, das Fischstück ist heroinabhängig. Oh, der hat jeden Tag einen neuen Anstruppe, glaubet mir. Warte, halt, Chris oder Remixy, mach ich die Kackenmucke aus. Ich meine, das ist das ist, das ist von der Map, Martin. Echt? Ja, danke dir, Roberto. Aber ich hab sie nicht so erzogen, glaubet mir.
Wie sondern? Die hat einfach die falschen Freunde gehabt, ne? Drecksvater Schlampenmutter. Was? Aber Faction, das fand ich nicht gut, weißt du das? Nee, komm, wir schreiben die ganze Zeit hier vernünftig, ja? Und dann kürzt du was hier wie Drecksvater oder Schlampenmutter, glaubet mir. Was meinst du, wenn ich dich sehen würde jetzt hier auf der Straße? Was meinst du, was ich mit dir machen würde, du Wichser? Du Dreckswichser, du, komm her, du. Glaubet mir. Meine Kinder sind halt genug Hurensohn, glaubet mir. Nee, komm, ich hab die Schnauze voll von dem Wichser, du. Oh, ich weine jetzt dann echt. Ja, was weißt du, was ich abhängig bin, du? Ich nehm keine Drogen, glaubet mir. Nur schniefen. Effekt schon echt, also... Was soll die Scheiße, ja? Eine Leine genommen. Sag dir doch keine Droge. Sag früher warst du auf Vero oder so. Guck mal, Faction. Ich bin seit 17 Jahren clean, ja? Ich hab früher alles genommen. Heroin, Kokain, alles, glaub ich mir. Damit ist Schluss. Aber dass du jetzt hier so eine Scheiße schreibst im Chat, ja? Das geht nicht. Glaub ich mir.